Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute wieder mal ein Food News Video für euch und zwar Part 2 im September und ich freue mich richtig doll auf diese Food News. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nicht alles bekommen, was ich eigentlich kaufen wollte, aber da ich nächste Woche in den Urlaub fliege, habe ich einfach keine Zeit mehr weiterzuschauen und alle Dinge, die ich sonst noch so testen wollte und kaufen wollte, werdet ihr dann im Oktober sehen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch alles testen, was ich so interessant fand, aber ich habe auch jetzt super, super coole Dinge wieder gefunden und bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, ich starte direkt und let's go! Ich fange mal direkt an mit den neuen Amicelli und zwar sehen die so aus. Das sind Amicelli in der Sorte Kakaocreme und man kennt ja Amicelli irgendwie gefühlt schon immer. Ich glaube, die gibt es schon seit 20 Jahren fast. Und ja, ich liebe sie sehr, deswegen bin ich gespannt auf diese neue Sorte. Ich glaube, von denen gab es auch bisher einfach noch überhaupt keine neue Sorte, also immer nur diese Standard. Und deswegen bin ich umso mehr gespannt, wie die jetzt schmecken werden. Und ich werde mir auch mal direkt hier so einen nehmen und natürlich mit euch zusammen testen. So sieht das von innen aus. Also es ist schon sehr herb und ich glaube, für die Leute, die vielleicht eher zartbitter Schokolade mögen, ist das eher was. Ich persönlich mag es nicht so, mir ist es ein bisschen zu herb. Deswegen, ja, ich würde mir die nicht nochmal holen. Also ich würde mir eher die normalen holen mit dieser leckeren Creme. Und von daher würden die von mir 6 von 10 Punkten bekommen. Ich kann eigentlich echt schon mal vorab sagen, dass dieses Video sehr, sehr schokoladig werden wird, aber ich glaube, die wenigsten stört das. Deswegen mache ich auch mal direkt weiter hier mit diesen neuen Merci Lovelies in der Sorte Creamy. In meinem ersten September Food News Video habe ich auch schon diese anderen getestet. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das waren, aber es gibt so 3 verschiedene Sorten und deswegen dachte ich, ich teste jetzt auch nochmal diese Creamy Packung. Da sind halt auch verschiedene Sorten drin, also hier ist einmal Cappuccino-Creme, Praline, Nougat und Praline in Edelbitter. Und ich werde jetzt mal Cappuccino-Creme und Nougat testen. So, als allererstes Nougat. Ich liebe Nougat über alles. Ich finde es so, so lecker. Deswegen bin ich gespannt. Da ich gleich noch sehr viel testen werde, belasse ich es jetzt mal bei einem so einer Kugel. Aber ich muss dazu sagen, mir sind die ein bisschen zu süß. Obwohl ich sehr gerne süße Lebensmittel mag. Aber irgendwie sind mir die ein bisschen zu süß und beim letzten Mal fand ich halt sehr, sehr cool, dass die halt auch teilweise sehr crunchy war. Das hat einfach richtig besonders geschmeckt. Ist ja klar, das hier ist jetzt die creamy Variante, dass da jetzt nichts cruncht, ist irgendwie logisch. Aber irgendwie überzeugen die mich einfach nicht so doll wie die anderen. Deswegen, die bekommen von mir 7 von 10 Punkten. Aber an sich muss ich sagen, ich finde die halt schon immer ganz süß, weil man die einfach gut hinstellen kann und die sehen auch echt sehr schön aus. Deswegen, ja, dann mache ich mal weiter mit diesen neuen Chips von Lay's. Und zwar sind es die Chips aus dem Ofen mit mediterranen Kräutern. Das klingt sehr interessant und sehr lecker. Hier oben steht auch übrigens drauf neu. Und da werde ich natürlich auch direkt mal testen. Die finde ich wirklich, wirklich gut. Man schmeckt sofort diese mediterranen Kräuter raus. Und mich erinnert das so ein bisschen an Tomate Mozzarella oder so. Also irgendwie so, weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, aber die sind echt top. Die bekommen von mir 9 von 10 Punkten. Ich würde sie mir auf jeden Fall nochmal holen. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, die schmecken wirklich top und ich habe einfach nichts daran zu meckern. Deswegen bekommen die doch von mir 10 von 10 Punkten, weil ich habe echt nichts zu meckern. Die schmecken wirklich top und sehr, sehr, sehr gut. Und als nächstes habe ich hier diese neuen Ferrero-Küsschen in der Sorte White Crisp. Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es die gab, aber auf einmal gab es die in jedem Supermarkt und überall stand neu dran. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann werden sie wohl auch neu sein und ich werde sie natürlich testen. Ich muss aber dazu sagen, ich mag eigentlich gar nicht so gerne weiße Schokolade, von daher wird es mich wahrscheinlich nicht so überzeugen. Es wird mich zumindest sehr wundern, aber ich probiere es trotzdem. Richtig gut. Okay, ich habe tatsächlich eben noch gesagt, es wird mich wundern, wenn sie mich überzeugen, aber die sind ultra lecker. Die weiße Schokolade schmeckt sehr hochwertig, also die ist nicht so extrem süß. Man hat trotzdem diese Nuss in der Mitte, aber dann auch noch den Crunch. Und ich finde, das ist so eine perfekte Kombination. Also diese etwas weichere Nuss mit diesem Crunch dann dazu. Wirklich top. Die bekommen von mir auch 10 von 10 Punkten. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich etwas, was mit weißer Schokolade zu tun hat, 10 von 10 Punkten gebe. Aber einfach nur top. Als nächstes habe ich hier von Öltje diese Linsencracker in der Sorte Paprika. Und ich liebe sowas. Also ich denke mal, dass die halt sehr wie Knickknacks schmecken werden. Von daher ist es jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber ich bin trotzdem sehr gespannt und werde es natürlich mal probieren. Die sind ein bisschen scharf tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, tatsächlich sind es halt einfach Erdnüsse umhüllt mit Linsen
und die schmecken original nach Knickknacks. Also ich schmecke da keinen wirklichen Unterschied, auch nicht von den Gewürzen oder dass das jetzt da drum jetzt so eine Linsenmasse ist sozusagen. Ich persönlich sehe da gar keinen Unterschied, sehr schade. An sich sind sie aber ganz lecker, ich mag halt gerne Knickknacks, aber wie gesagt, da fehlt definitiv die Besonderheit, deswegen bekommen die von mir 6 von 10 Punkten. Dann mache ich weiter mit etwas, wo ich mir gar nicht mal so sicher bin, ob das wirklich zu 100% neu ist, ob ich es schon mal getestet habe oder keine Ahnung, ich bin mir einfach total unsicher, aber ich habe es trotzdem mal mitgenommen, denn ich glaube, ich kenne es noch nicht. Und zwar sind es die neuen Duplos in der Sorte Wintermandel. Und ja, da steht drauf Limited Edition. Also es kann auch gut sein, dass es die schon mal gegeben hat. Aber ich will es trotzdem sehr, sehr gerne testen und habe mir hier mal direkt ein Duplo geschnappt. Ist auch wieder mit weißer Schokolade. Also ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch, obwohl die Küsschen mich ja schon überzeugt haben. Aber mal sehen, ob das hier mich auch überzeugen kann. Wow, okay. Meine Gefühle sind gerade sehr gemischt und zwar finde ich die weiße Schokolade so mittel. Also sie ist jetzt nicht komplett schlecht, aber die von den Küsschen hat besser geschmeckt. Dann dieser Crunch halt, den man ganz normal von Duplo kennt, der ist richtig gut. Das passt auch perfekt in Kombination. Und man schmeckt auch definitiv winterliche Gewürze raus. Die sind top, das schmeckt ultra gut. Aber diese Mandel schmeckt halt so ein bisschen nach Marzipan und deswegen... Ja, wie gesagt, meine Gefühle sind sehr gemischt, aber doch, eigentlich sind die ganz gut. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Die bekommen von mir 7 von 10 Punkten, aber doch, schmeckt auf jeden Fall sehr weihnachtlich. Weiter geht es mit diesem neuen Saft von Rauch und zwar in der Sorte Honigmelone. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der komplett neu ist, aber es stand auf jeden Fall auf einem Aufsteller und ich glaube, es waren nur 3 Sorten. Und es sah irgendwie so aus, als wäre es neu, deswegen, ja. Aber den habe ich auch noch nie getrunken und ja, passt meiner Meinung nach ein bisschen mehr zum Sommer. Aber trotzdem dachte ich, ich packe den mal in dieses Video mit rein und teste das mal. Oh, lecker. Mega gut. Schmeckt ein bisschen wässrig, also der könnte noch ein bisschen so dickflüssiger sein, aber der Geschmack schmeckt 1:1 wie Honigmelone. Richtig gut gemacht, wirklich. Also damit werde ich mir noch ein paar Smoothies zaubern. Der bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut holen. Ich glaube auch in Cocktails wäre der perfekt aufgehoben, also... Ja, und dann bin ich tatsächlich auch schon bei den letzten beiden Produkten angekommen. Und das nächste Produkt ist eine Schokolade von Lindt und zwar diese hier in vegan und zwar in der Sorte Pretzel and Nuts mit Haferdrink gemacht. Hier steht übrigens auch noch drauf, dass es ein Graskarton ist und ich finde, das merkt man auch. Also dieses Design ist ein bisschen anders, also nicht das Design, sondern generell diese Verpackung ist einfach anders und man merkt das. Und es ist einfach aus Gras. Finde ich richtig cool. Ein neuer Ansatz, um irgendwie Verpackungen umweltbewusster zu machen, finde ich richtig top. Und das Ganze werde ich natürlich auch mal testen. Okay, im ersten Moment war ich sehr überzeugt, aber ich muss jetzt sagen, im Nachgeschmack ist es schon eine sehr wässrige, also man merkt, dass es so eine wässrige Schokolade ist, dass da halt keine Milch drin ist, ist ja logisch, aber ja, die schmeckt schon sehr wässrig und diese Pretzelstückchen könnten meiner Meinung nach ein bisschen salziger schmecken, weil dafür ist das ja so bekannt. Ich finde, man hätte die Sorte noch ein bisschen besser umsetzen können. Ist nicht zu 100% mein Geschmack. Die bekommen von mir 6 von 10 Punkten leider nur. Es tut mir sehr leid. Ich finde auch den Ansatz und so richtig cool mit diesem Karton und alles. Das Wichtigste wäre halt für mich auch gewesen, dass es wirklich sehr salzig schmeckt durch diese Pretzelstückchen. Und das wurde schon nicht erfüllt. Und ja. Und zum Schluss, als letztes Produkt, habe ich auch nochmal eine Schokolade. Und zwar diese hier von Katjes. Die ist von Bonnie Strange mit kreiert sozusagen. Und das ist die Sorte Strawberry. Und die ist auch vegan. Das ist diesmal so eine kleine Tafel. Und die ist auch sojafrei, wie ich sehe, mit Haferdrink. Ja. Also auch nochmal eine vegane Schokolade. Und sie sieht sehr interessant aus. Und zwar sieht die so aus. Ich beiße da jetzt einfach mal von ab. Also da sind irgendwelche Stückchen drin, die mich so ein bisschen irritieren. Und das macht die Konsistenz und so dieses Gefühl auf der Zunge so ein bisschen pappig irgendwie. Aber der Geschmack ist wirklich super. Die gefällt mir ziemlich gut. Hat sie wirklich sehr gut kreiert. Und auch diese Strawberry. Natürlich schmeckt es etwas künstlich, aber auch sehr erfrischend und lecker. Also... würde ich mir nochmal holen, glaube ich. Die bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Und damit war es das auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir super gerne ein kostenloses Abo da. Das ist für euch ein ganz kurzer Klick und würde mich sehr unterstützen und mich sehr freuen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Habt bis dann einen wundervollen Tag und macht's gut. Ciao!